Lieber Herr Tepperwein, es gibt ja Situationen im Leben, die unangenehm sind oder die auch vielleicht aussichtslos sind. Nur als Beispiel, man hat eine Firma und irgendwie die Geschäfte verschlechtern sich und man hat dann, die Firma ist bankrott, nur zum Beispiel. Oder man hat die Diagnose einer unheilbaren Krankheit. Oder es gibt x Beispiele dafür, wo eine Situation sehr schwierig ist oder sehr aussichtslos vielleicht auch erscheint. Aber wie kann ich denn in dieser Situation die Situation auch als Chance zum Besseren verstehen? Ganz einfach. Also ich brauche gar nichts tun. Jede Situation hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist angenehm, dann lehne ich mich zurück und genieße sie und freue mich, dass scheinbar ich eine so angenehme Situation verursacht habe. Oder aber sie ist unangenehm, dann mache ich mir bewusst, es gibt keine unangenehmen Situationen. Es gibt überhaupt keine Probleme, es gibt keine Schwierigkeiten. Es gibt erst recht keine aussichtslosen Situationen. Es gibt nur ganz neutrale Umstände, Situationen, Ereignisse. Und nur mein Verstand macht mit dem Ego, macht daraus, verbindet das mit einem Urteil, sagt, das ist angenehm, das ist unangenehm, das ist schwierig, das ist leicht. Also ich nehme erstmal das Urteil weg. Ich habe den Urteiler ganz entlassen, da ist keiner mehr, der urteilt, sondern ich sehe einfach nur, das ist so und das ist so und das ist so. Das kann so bleiben und das hätte ich gerne wie. Dann sehe ich gleich schon die Chance und sehe, was zu tun ist und tue das. Also der erste Schritt ist, dass ich aufhöre, in Problemen, in Schwierigkeiten zu denken. Das sind Urteile. Gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Situationen, Ereignisse und alles sind Aufgaben. Und wenn wir die Weisheit der Sprache nehmen, in dem Wort Aufgabe steckt ja bereits die Gabe drin. Ja, dazu muss ich aber wie bei einem Geschenk, ich muss das aufmachen, damit die Gabe zum Vorschein kommt. Also die schwierige oder aussichtslose Situation, Firmenpleite oder was auch immer, ja, ist eine Chance zum Besseren, dass ich sage, okay, hier habe ich offensichtlich Fehler gemacht, sonst hätte das ja nicht zur Pleite geführt. Jetzt muss ich zunächst einmal analysieren, was hat dazu geführt. Ich muss also erst einmal erkennen, was ist denn schiefgelaufen, damit ich das ändern kann. Und dann merke ich, ach, das Leben meint es ja gut mit mir. Das will mir damit zeigen, dass ich da auf einem falschen Weg bin, dass ich falsche Programme habe und damit ich die ändern kann. Und gleichzeitig ist die Firma pleite, dann kann ich sie loslassen. Vielleicht war das gar nicht mein Weg oder die gehört gar nicht mehr zu mir. Jetzt habe ich dadurch aber gelernt, es richtig zu machen. Dann hat diese Firma ihre Schuldigkeit getan. Jetzt habe ich die Fehler beseitigt. Und jetzt kann ich sehen, so, was wäre denn jetzt meine ideale Berufung? Was ist meine wahre Berufung? Jetzt folge ich also nicht mehr einer Tätigkeit, die vielleicht mir Geld bringt, sondern ich folge meiner Berufung. Und wenn ich meiner Berufung folge, dann macht das ja Freude. Ja? Das heißt also, ich gehe den Weg der Freude und ich kann ja das, was ich da tue, kann ich ja nicht mehr Arbeit nennen. Na. Das ist ja einfach Freude, ja? Genau. Ich mache das, was ich im Urlaub auch machen würde, nämlich das, was mir Freude machen würde. Also ich tue das, was mir die größte Freude macht und gestatte dem Leben, mich dafür fürstlich zu bezahlen und habe ab jetzt für immer bezahlten Urlaub für immer. Aber wenn man jetzt zum Beispiel seine Berufung nicht sofort erkennt, nur als Beispiel, man war Verkäuferin und irgendwie man hat seinen Job verloren und jetzt weiß man eigentlich, aber eigentlich ist es das gar nicht, im Verkauf zu arbeiten, aber man weiß auch nicht, wie man jetzt anders an Geld kommen soll oder sich versorgen soll. Also wie erkennt man dann diese Berufung? Also erstmal aufhören, an Geld kommen zu wollen, das führt wieder zu einer unbefriedigenden Tätigkeit. Ja? Sondern wie ich vorhin schon gesagt habe, ich gestatte dem Leben, mich fürstlich zu bezahlen dafür, dass ich das tue, was mir Freude macht. Also muss ich nur herausfinden, nicht wie komme ich zu Geld, sondern was macht mir Freude. Ja? Und da mache ich zwei Listen. Eine Liste meiner Freuden.
ich denke nicht an Beruf und Geld verdienen, nur an Freude. Mhm. Ja, also in der Sonne liegen könnte da stehen oder Bücher lesen. Mhm. Oder, ich schreibe alles auf, was mir Freude macht. Und eine zweite Liste, alles, was ich einigermaßen gut kann. Mhm. Ja, so. Und dann setze ich Prioritäten. Was sind meine drei größten Freuden? Okay. Eins, zwei, drei. Mhm. Und was sind meine größten Fähigkeiten? Eins, zwei, drei. Und dann nehme ich die drei größten Fähigkeiten und die drei größten Freuden, da habe ich meine Berufung. Ja, aber trotzdem, jetzt angenommen, man hat dann keine Arbeit, hat seine Arbeit verloren und man konzentriert sich darauf, was einem Freude macht und macht es auch. Man muss trotzdem ja, schauen, dass man... Sie haben mir nicht zugehört. Aha. Ich habe gesagt, ich gestatte dem Leben, mich fürstlich zu bezahlen, dass ich das tue, was mir Freude macht. Das heißt also, nach einiger Zeit stellen Sie fest, wenn Sie Ihrer Berufung folgen, dass Sie viel mehr verdienen, als wenn Sie einer ungeliebten Tätigkeit nachgehen. Okay. Ja, warum? Wenn ich etwas mit Freude tue, ja, dann kenne ich ja keinen Feierabend, dann solange ich, warum soll ich um 5 Uhr aufhören, mich zu freuen? Ja, wenn das doch Freude macht, mache ich weiter. Das heißt also, ich kann gar nicht vermeiden, wenn ich den Weg der Freude gehe, dass ich nach einiger Zeit auf dem Gebiet ein Experte werde. Okay. Und als Experte werde ich gesucht. Und als Experte verdiene ich entsprechend viel mehr, als ich vorher mit der ungeliebten Tätigkeit verdient hätte. Ich muss nur bereit sein, eine wirklich besondere, vielleicht sogar einmalige Leistung zu bringen. Und das kann ich nur, wenn ich den Weg der Freude gehe. Mhm. Nicht, wenn ich mich täglich zwingen muss, eine besondere Leistung zu bringen. Das wird nichts. Okay. Ich freue mich also und ich weiß, wenn ich mich 10.000 Stunden gefreut habe in eine bestimmte Richtung, die mir Freude macht, bin ich ein Experte auf dem Gebiet. Und dann verdiene ich auch entsprechend. Mhm. Dann muss ich natürlich lernen, mich zu vermarkten und so weiter. Aber das macht ja alles Freude. Ja? Aber dann habe ich wenigstens was zu bieten dem Leben. Also, um von vornherein zu sagen, ich kann nicht sagen, der ich bin, so wie ich bin, mit dem, was ich kann, möchte ich jetzt mehr verdienen. Ja? Dann sagt das Leben, nee, das ist ein Ungleichgewicht. Genau. Okay. Du verdienst so viel, wie du verdienst. Und wenn dir das zu wenig ist, musst du eine größere Leistung bringen. Mhm. Also, wann immer ich mehr verdienen möchte, muss ich sehen, wie kann ich eine höhere Leistung bringen. Aber die mir Freude macht, weil dann bringe ich auch mehr Leistung. Ja, eben. Also ohne den Weg der Freude geht es gar nicht. Okay. Und dann eben nicht um 5 Uhr aufhören, sondern weitermachen. Und dazu kommt noch etwas. Lebenslanges Lernen als faszinierendes Hobby installieren. Die meisten Menschen glauben nämlich, wenn die Schulzeit vorbei ist, so jetzt habe ich gelernt, ich habe meinen Beruf und jetzt mache ich das. Für mich hat da Lernen angefangen. Ich habe in der Schule nur gelernt, wie man lernt. Nicht das, was ich da gelernt habe, das habe ich später nicht mehr gebraucht. Mhm. Aber ich habe gelernt, wie man lernt. Und ich habe noch nie so viel gelernt wie jetzt. Ich lerne jeden Tag mindestens 6-8 Stunden. Und, aber was lernen Sie dann genau? Oder wie lernen Sie? Das, was Freude macht, natürlich. Ja, also zum Beispiel für die Interviews, ich bereite mich sehr gründlich vor, was erwarten Sie als Interviewerin? Was erwarten die Leser? Welche Frage könnten die haben? Wie kann ich die Fragen beantworten, bevor sie überhaupt gestellt werden? Ja, wie geht das? Wie geht es, dass man eine Frage beantwortet, bevor sie gestellt wird? Das mache ich die ganze Zeit in meinen Interviews. Das, was Sie erleben, sind alles, was ich hier aufgeschrieben habe, sind alles Antworten auf die Fragen, die jemand, der sich für das Thema interessiert, stellen würde. Okay, das haben Sie sich vorher praktisch überlegt. Ja, ich bin ja auch jemand. Ja. Also stelle ich mir vor, wenn mich das Thema interessieren würde, ja, wie würde Chance zum Besseren, was würde mich da interessieren? Mhm. Welche Fragen würde ich denn stellen? Ja? Mhm. Und frage vielleicht auch noch meine Familie, ein paar Freunde, du Chancen zum Besten. Was fällt dir dazu ein? Mhm. Was interessiert dich dazu? Mhm. Dann kriege ich Anregungen und alles das
ich beantworte nur Fragen, ohne dass sie gestellt werden. Ja, indem ich dem anderen alles an die Hand gebe, was er braucht, damit er keine Fragen mehr hat. Mhm. Alles, was er braucht, um alles als Chance zum Besseren zu erleben. Mhm. Mhm. Es ist ja so, dass jetzt angenommen für diesen, sagen wir mal, eine Chance zum Besseren, muss man ja auch, wenn man jetzt neue Situationen hat, neue Menschen kennenlernt, sich vielleicht irgendwo vorstellt oder auch einen neuen potenziellen Partner kennenlernt, man möchte einen optimalen Eindruck machen. Wie gelingt es einem, einen optimalen Eindruck zu machen auf neue Geschäftspartner oder auf einen neuen Lebenspartner vielleicht? Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden die Rollen tauschen. Ich wäre der Interviewer, okay, und ich frage Sie, also wie würde man denn, was ist zu tun, um einen guten ersten Eindruck zu machen? Ich würde sagen, ich mag, wenn jemand herzlich ist und wenn er lächelt und wenn ich merke, der interessiert sich für mich, der ist aufmerksam. Das finde ich immer sehr, das mag ich, wenn jemand aufmerksam ist. Okay, das ist ein Anfang. Und wenn Sie jetzt gründlicher, das ist sehr gut, aber jetzt, wenn Sie jetzt gründlicher überlegen, was gehört noch alles dazu? Also, der andere hat zunächst einmal, das muss man wissen, der erste Eindruck entsteht in den ersten 7 Sekunden. Mhm. Ja? Das heißt also, die ersten 7 Sekunden sind entscheidend. Nur, was hat der andere in den ersten 7 Sekunden? Sie haben gar keine Chance zu zeigen, wie intelligent Sie sind in 7 Sekunden. Mhm. Ja? Nicht einmal, wie liebevoll Sie sind. Was hat er wirklich in den ersten 7 Sekunden? Er hat Ihre Erscheinung, Ihre Ausstrahlung, Ihre Stimme, ja, und er hat Ihren Händedruck. Mhm. Zum Beispiel den Händedruck, den beachten die Menschen überhaupt nicht. Das ist in unserer Gesellschaft üblich, in anderen Gesellschaften verpönt, man gibt sich da nicht die Hand, aber bei uns gibt man sich die Hand, ja, und man darf die auch nicht zu lange festhalten, man sollte nicht so lasch und das schwammig sein. Also, was passiert? Es gibt tatsächlich die Kunst des Händeschüttelns. Wie geht die Kunst des Händeschüttelns? Ganz einfach. Es ist nicht mal eine Sekunde, wo Sie die Hand schütteln, sondern ungefähr eine halbe Sekunde. Ja? In dieser Zeit verbinden sich zwei Energiefelder zu einem Energiefeld. Und das Stärkere überträgt seine Schwingung auf das Schwächere. Mhm. Mhm. Also muss ich erstmal dafür sorgen, dass mein Energiefeld das Stärkere ist, damit ich den anderen mit mir erfülle. Ich brauche also gar nicht überlegen, welche Energie will ich fließen lassen. Es kann nämlich nur die fließen, die da ist. Also erfülle ich mich mit der Energie, die ich gerne ausstrahlen und übertragen möchte. Also machen wir das auch wieder gleich praktisch. Gute Laune. Lächeln kommt dann automatisch, ja. Ein wunderbares Wohlgefühl. Herzlichkeit, haben Sie gesagt, ja. Ich lasse den anderen mein Wohlwollen, meine Liebe spüren. Und gebe ihm das Gefühl, der interessanteste Mensch der Welt zu sein. Ja, genau. Ja, das ist schön. Einfach, indem ich mich ganz ihm zuwende. Ich brauche gar nichts sagen. Ich wende mich ganz zu und erfülle mich mit der Energie, ich bin fasziniert von dir. So, das spürt der andere sofort. Ist klar, spüre ich auch. Ja, eben. Und der andere kann gar nicht anders, als sie sympathisch finden, weil sie einen optimalen ersten Eindruck gemacht haben. Mhm. Und die meisten Menschen, leider auch in entscheidenden Situationen, die sind einfach so, wie sie sind. Sie achten nicht darauf, wie man einen optimalen ersten Eindruck macht und dass man etwas ändern muss, wenn man etwas bewirken will. Mhm. Und dass man das kann, wenn ich dann noch meine Aufmerksamkeit auf etwas richte, was ich am anderen besonders gut finde. Ich muss das nicht sagen, ich mache es nur mir bewusst. Mhm. Ja? Dann entsteht eine energetische Brücke der Sympathie, die jeder spürt und er kann nicht anders, als sie
auch sympathisch finden. Und wenn Sie dann noch ein Sahnehäubchen draufsetzen, nämlich Wortgeschenke machen, ja, dass Sie dem anderen etwas Angenehmes sagen. Mhm. Ja? Okay. So. Und wenn Sie dann wirklich Experte sind in der Kunst des Wortgeschenkemachens, dann haben Sie einen noch strengeren Maßstab. Alles, was kein Geschenk ist, muss nicht gesagt werden. Aha, okay. Ja, das heißt also, Sie achten darauf, dass jedes Ihrer Worte überreicht wird in der Geschenkpackung und ist ein Ausdruck Ihres Wohlwollens und Ihrer Liebe. Mhm. Und das spürt der andere und er kann nicht anders, als Sie zu mögen. Dann haben Sie einen optimalen ersten Eindruck gemacht. Und dann können andere Bewerber qualifizierter sein. Okay. Nützt gar nichts. Er möchte mit Ihnen zusammenarbeiten. Ja, und sagt, das kann er ja lernen. Aber ja, der ist angenehm, der passt in unsere Abteilung, in unsere Firma. Den hätte ich gerne. Okay. Herr Tepperwein, was ich mich halt frage, ist, es gibt ja auch, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass das ein Wunsch oder ne, kein Wunsch, sagen wir mal, oder eine Ausrichtung vom, aber vom Ego her ist. Wenn man sagt, das Ego möchte jetzt, dass ich einen sehr guten Eindruck mache, damit ich sehr viel Erfolg habe mit dem. Wenn es jetzt ist, doch eigentlich ein Gedanke vom Ego und nicht vom reinen Selbst, oder? Das ist vom Ego, aber was spricht dagegen? Das Ego will auch gern mal seine Wünsche erfüllt haben. Und aus welchem Grund Sie einen optimalen ersten Eindruck machen, ist eigentlich dem Eindruck ziemlich gleich. Sie haben einen optimalen ersten Eindruck gemacht. Was Sie dann daraus machen, das entscheidet, ob Sie den Weg des Egos gehen oder den des Selbstes. Mhm. Aber die Motivation zum ersten Eindruck, die ist erstmal nicht entscheidend. Mhm. Wichtig ist, dass Sie einen wirklich ersten Eindruck optimal machen. Und Sie sagen auch, dass man sein Leben wie ein Fernsehprogramm wählen könnte oder wählen kann, wie ein Fernsehprogramm. Jetzt sagen wir mal, ich habe eben ein Fernsehprogramm, das jetzt eher ein Horror oder Krimi oder ein negativer Film halt ist und ich möchte aber jetzt eigentlich einen schönen Film in meinem Leben haben. Wie wähle ich das? Wie wähle ich jetzt von einem negativen Programm um in ein positives Programm? Nun, indem ich zunächst einmal mir bewusst mache, ich habe dieses negative Programm gewählt. Also muss ich negativ gewesen sein. Vielleicht bin ich es noch. Und deswegen, also wie wähle ich denn? Schauen wir mal genau hin, wie wähle ich denn? Mein So-Sein wählt das Lebensprogramm. Ja? Mein So-Sein, ich bin ein Energiefeld, das hat eine individuelle, einmalige Schwingung und die sende ich 24 Stunden am Tag aus und ziehe damit entsprechende Ereignisse in mein Leben. Mhm. Wenn ich also ein Horrorprogramm in meinem Leben habe, dann habe ich entsprechend auch in mir ein Horror ausgesandt. Mhm. Ja, dann sollte ich dringend etwas ändern und ich kann im Außen das nicht ändern, ich muss mein So-Sein ändern. Und wie ändert man das So-Sein? Da das nur Schwingung ist, ist das ja leicht, wir haben das ja schon gesagt, zum Beispiel mit dem optimalen ersten Eindruck, ja, aber auch, indem ich mich einfach mit guter Laune erfülle, mit einem Wohlgefühl, mit Liebe, mit Zuneigung, mit Herzlichkeit, ja, schon habe ich mein So-Sein schwingungsmäßig verändert und ziehe damit entsprechend natürlich herzliche, wohlwollende Ereignisse in mein Leben. Also ich muss den Anfang machen, ich sähe mit meinem So-Sein und ich sähe, indem ich mich erfülle mit dem, was ich ausstrahlen will. Um die Ausstrahlung brauche ich mich gar nicht kümmern. Ich kann nämlich nichts ausstrahlen, was ich nicht bin. Ich muss mich also damit erfüllen. Und wenn ich also mit guter Laune, mit Wohlgefühl, mit Sympathie, mit einem guten ersten Eindruck erfüllt bin, dann sende ich das aus und dann ziehe ich auch das entsprechende Fernsehprogramm in mein Leben. Okay. Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Ja. Eine kurze Zwischenfrage noch, weil
Aber jetzt halt nur als Beispiel, weil ich das jetzt auch vor kurzem erlebt habe bei mir, in meinem Umfeld, bei einer Freundin von mir, da sind jetzt zwei sehr nahestehende Menschen gestorben in kurzer Zeit. Und in so einem Fall ist es doch so, dass man aber eigentlich nicht, es ist ein Verlust für sie, ein starker Verlust. Und sie könnte jetzt nicht einfach ein anderes Programm wählen, weil es ist ja jetzt da. Es ist passiert, ihr Sohn ist gestorben und noch ein anderer aus der Familie. Und da ist doch auch die Hingabe wichtig, das ist die Akzeptanz dessen, dass man das verarbeiten kann, oder? Da ist nichts zu verarbeiten, nur für das Ego. Mhm. Trauer ist Egoismus. Okay. Klar, ich habe einen Verlust erlitten. Es wäre doch so schön gewesen, wenn der noch bei mir geblieben wäre. Der hätte mir so gut getan und jetzt ist er weg. Mhm. Warum ist er weg? Sein Leben ist offensichtlich erfüllt. Seine Schulzeit ist beendet. Und jetzt würde ich ihn, nur weil er mir gut getan hat, gerne hier festhalten, damit er mir weiter gut... Das ist purer Egoismus. Okay. Ja, das muss ich einfach erst einmal erkennen. Mhm. Und jetzt weiser Umgang damit, indem ich sage, ich hatte einen wunderbaren Sohn und ich bin dankbar, dass das mein Sohn gewesen ist und dass wir so viele Jahre gemeinsam hatten, die wir erleben durften. Dafür bin ich dankbar und ich werde ihn nie vergessen. Das war eine wunderbare Begleitung und Bereicherung für mein Leben und dafür bin ich meinem Sohn ewig dankbar. Und jetzt ist seine Lektion beendet, seine Schulzeit. Jetzt ist er gegangen. Und da ich ihn liebe, wünsche ich ihm für seinen weiteren Weg alles Liebe. Und ich werde täglich an ihn denken und werde ihn segnen und werde sagen, ich denke an dich und ich freue mich, dass du mich ein Stück begleitet hast. Und ich wünsche dir das Allerbeste für deinen Weg, wo auch immer du jetzt bist. Und dann ist der Egoismus raus. Dann ist aber auch kein Grund zur Trauer mehr da, sondern dann habe ich plötzlich Grund zur Dankbarkeit für diese gemeinsame Zeit. Gleichzeitig ist es auch so, dass es natürlich eine große Freiheit, weil man ist dann auch sehr frei, weil man ja an nichts eigentlich mehr festhält, sondern was da ist, ist gut und wenn es geht, dann geht es. Also bringt auch eine Freiheit. Das gehört mit zur Lebensabsicht, dass sie Verbindungen eingehen, aber keine Bindungen. Dass sie an nichts festhalten. Ja? Alles ist eine Bereicherung des Lebens und sie wissen, das ist eine vorübergehende Erfahrung. Ich bin dankbar für jeden Augenblick, wo diese Erfahrung ist, weil ich weiß, bevor sie begonnen hat, weiß ich schon, sie wird irgendwann enden. Hier in der Realität hat alles einen Anfang, eine Dauer und ein Ende. In meinem Bewusstsein ist alles ewig. Ja. Also auch wenn die Erfahrung mit dem Sohn, sagen wir mal, nur 17 Jahre gedauert hat, in meinem Bewusstsein ist sie ewig. Ich hatte diesen Sohn und ich bin ewig dankbar für diese Verbindung, die da war. Aber da ist keine Bindung und ich würde natürlich auf keinen Fall ihn festhalten wollen, wenn sein Weg beendet ist, nur weil es mir angenehm ist, sondern ich bin dankbar für die Zeit. Also Sie brauchen nicht loslassen, weil Sie nie festgehalten haben. Und wenn Sie an was festhalten und das wird Ihnen weggenommen, dann kann das sehr schmerzhaft sein. Mhm. Ja, aber wenn Sie an wegen nichts... Wegen dem Festhalten tut natürlich, es mir. Ja. Natürlich, aber wenn Sie nicht festhalten, sondern es dankbar gehen lassen, was gehen will, ja, da gibt es keinen Schmerz, gar nichts. Sie fühlen nur Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit. Mhm. Okay. Mhm. Und wenn man jetzt auch vom Ego her auch eine schwierige Situation hat und das Ego sagt dann, ich möchte es jetzt wandeln in eine Chance zum Besseren, aber ich möchte halt jetzt nur als Beispiel, ich möchte sehr viel Geld und das ist ja auch in Ordnung, solange es, glaube ich, niemand schadet, aber wie unterscheidet man das, wenn jetzt angenommen, man würde jetzt halt eine Firma und würde in Indien produzieren lassen und diese indischen Näherinnen würden aber sehr, sehr wenig Geld bekommen. Und ich hätte die Wahl, oder lasse ich lieber hier in Deutschland produzieren und die Frauen werden
entsprechend gut belohnt. Ich könnte natürlich mehr Geld verdienen, wenn ich jetzt in Indien produzieren lasse. Und da ist doch die Frage, wenn mein Ego aber sagt, ich brauche möglichst viel Geld, es muss doch auch irgendwie eine Regulation geben des Egos, wo man dann einfach sagt, das ist aber jetzt nicht in Ordnung dann einfach, oder? Ich würde natürlich nie meinem Ego folgen. Okay. Deswegen stellt sich die Frage nicht, sondern ich würde fragen vom Selbst her, wie stimmt es denn? Wo lasse ich produzieren? Mhm. Und wenn ich in Indien produzieren lassen möchte, wie kann ich dafür sorgen, dass zum Beispiel die Inder, sagen wir mal eine Zahl, ich kann dafür sorgen, dass ich die Auflage mache, wenn ich den Auftrag verteile, dass die Näherinnen, die für mich arbeiten, für meinen Auftrag 20% mehr Lohn bekommen. Mhm. Ja? Mhm. Dann haben die einen Vorteil, mit dem sie nicht rechnen konnten. Das ist ein Geschenk. Ich habe den Vorteil, dass es immer noch günstig ist. Mhm. Und man selbst hat den Vorteil, dass es stimmt, eine Win-Win-Situation ist, dass alle zufrieden sein können. Mhm. Okay, verstehe. Mhm. Mhm. Ganz oft, es gibt auch schon viele Interviews mit Ihnen, so bin ich überhaupt auf Sie aufmerksam geworden. Es gibt ein Video von Ihnen, das heißt Zauberstab Gedankenkraft. Welche Bedeutung haben denn die Gedanken auf die Veränderung meiner Situation? Also praktisch, damit ich das in eine Chance zum Besseren verwirklichen oder umsetzen kann, die Situation, die ich habe. Es ist immer die grundsätzliche Entscheidung, als wer lebe ich. Mhm. Wenn ich in einer Ich-Identifikation lebe, dann ist mein Verstand die höchste Instanz, der Weiseste in dem Verein, und dann sind meine Gedanken sehr wichtig. Wenn ich zu mir selbst erwacht bin, spielen Gedanken überhaupt keine Rolle mehr, weil sie keine Verwendung mehr für die Gedanken haben. Sie nehmen nämlich wahr. Und wenn sie wahrnehmen, ja, worüber sollten sie nachdenken? Sie nehmen ja wahr, was ist, also gibt es keinen Grund zu denken, und sie merken irgendwann, ich habe keine Verwendung mehr für das Denken. Wann sollte ich das benutzen? Weil wenn ich anfange, über irgendwas nachzudenken, höre ich ja auf wahrzunehmen. Da muss ich ja nach, da bin ich ja in Gedanken. Mhm. Aber da versäume ich ja das Leben, das Jetzt, und das wollen sie nicht. Also merken sie, okay, jetzt habe ich das Denken überschritten und bin zum Wahrnehmen erwacht. Und das ist auch für jeden eine entscheidende Frage. Denken sie noch oder nehmen sie schon wahr? Ja, weil Denken ist begrenzt auf seine Erfahrung natürlich, ja, auf die Intelligenz und auf alles Mögliche. Wahrnehmen ist von seinem Wesen her umfassend und fehlerfrei. Mhm. Also wenn ich doch so ein tolles Instrument habe, warum sollte ich dann ein begrenztes Instrument benutzen, wo mir das Vollkommene zur Verfügung steht? Denn jeder kann wahrnehmen. Er braucht nur, sich beim Leben zuzuschauen, und schon nimmt er ja wahr, was geschieht. Also das muss er nicht lernen, das geschieht automatisch, und sobald er denkt wieder, endet die Wahrnehmung, weil die Leitung besetzt ist. Ja? Also der erste Gedanke beendet die Wahrnehmung und er ist wieder in Gedanken. Und dann muss er sich entscheiden. Ah, dann kann er das Denken beenden und kommt wieder zur Wahrnehmung und ist wieder der Beobachter. Und dann merkt er, ja, das ist doch der viel bessere Weg. Dann sehe ich umfassend das Richtige. Also brauche ich das Denken nicht mehr. Ich habe das Denken überschritten. Bin zur Wahrnehmung erwacht. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe und erweitere die Wahrnehmung zur universellen Wahrnehmung, das heißt also, ich öffne mein Scheitelchakra und denke nicht mehr mit dem Verstand, sondern ich nehme auch nicht nur wahr, was hier geschieht, sondern ich bin eins mit dem Ganzen, mit dem Einen, und nehme wahr als das Eine. Und jetzt kann ich wieder meinen Zeigefinger nehmen, was will ich wahrnehmen? Zeigefinger ist Richten der Aufmerksamkeit. Ja, und sage, okay, ich habe folgende Aufgabe im Moment. Ich möchte also jetzt wahrnehmen, was ist zu tun, um zu mehr Geld zu kommen, gesund zu werden, nicht allein zu sein oder was auch immer. Mhm. Ja, so. Und dann
erlebe ich, es fällt mir ein. Ja, aus dem einen Sein fällt es mir ein. Okay. Das ist wie wenn ich meinen PC google, gebe ein, was ich wissen will. Ich wusste es vorher nicht, mein PC wusste es auch nicht, aber die alte Frau Google weiß das. Und dann erscheint auf meinem PC die vollkommene Antwort. Und wenn ich online bin, noch einmal zur Erinnerung, dann erkenne ich in jeder Frage die vollkommene Antwort, in jeder Aufgabe die vollkommene Lösung. Machen wir nochmal das Beispiel. Sagen Sie vielleicht mal irgendeine Aufgabe und wir schauen uns die darin enthaltene ideale Lösung an. Okay. Nochmal die Frage, wie bleibe ich für immer im Bewusstsein, im reinen oder im reinen Selbst? Okay, jetzt Sie, jetzt schauen Sie mal hin. Also Sie sind Bewusstsein, Sie wissen alles, Sie sind online, Sie lassen sich jetzt einfallen. Also was fällt Ihnen ein, wenn Sie sich fragen, wie bleibe ich bei Bewusstsein? Ich muss mich erinnern, ich bin es ja. Ich vergiss es nur manchmal mit den Gedanken. Eben. Und das ist die perfekte Antwort. Das ist auf der Rückseite die ideale Antwort. Ich vergesse es nur. Und das ist ja nicht schlimm. Noch einmal, Sie müssen nicht dauernd daran denken. Sie sind es ja. Nur, wenn es Ihnen bewusst wird, wer bin ich, dann natürlich wieder erinnern, ich bin Bewusstsein. Oh, Gott sei Dank, ich bin nicht mehr in der Begrenzung des Ichs. Ich bin nicht mehr damit identifiziert, ich bin nicht mehr in einem engen Verstand. Ich bin Bewusstsein und ich kann jederzeit online sein mit dem einen und kann universell wahrnehmen alles, kann mir ganz gezielt etwas einfallen lassen. Ja, also zum Beispiel, ich bin in einer ganz schwierigen Situation, ich bin arbeitslos, krank, total verschuldet und einsam. Oh. Ja? Ja? So, was mache ich jetzt? Viele Aufgaben. Eben, ganz genau. Also sage ich, was bedrückt mich am meisten? Damit fange ich mal an. Ich kann nicht gleichzeitig alles machen. Also, womit fange ich an? Ja, ich müsste mal die Schulden loswerden. Die bedrücken mich, da muss ich dauernd Zinsen zahlen. Okay, ja, da kommt das Ich wieder, sage, ja, wie soll ich Schulden zurückzahlen? Ich habe ja kein Geld. Das sagt das Ich. Das Selbst sagt dann natürlich, ja gut, dann musst du eine Leistung erbringen, genau, damit du ein Zusatzeinkommen bekommst. Und davon kannst du dir die Hälfte nehmen und machst dir das Leben ein bisschen schöner. Und die andere Hälfte, damit zahlst du deine Schulden zurück. Dann spürst du sofort eine Erleichterung deines Lebens, aber gleichzeitig verschwinden in ein paar Monaten oder wenn du ganz viel Schulden hast, in ein paar Jahren, aber irgendwann sind deine Schulden zurückbezahlt und du kannst die Leistung steigern, dann verdienst du mehr und dann geht es noch schneller und irgendwann hast du deine Schulden zurückgezahlt, aber du hast noch immer dieses hohe Einkommen, weil du diese Leistung bringst, die ist ja höchstens besser geworden. Das heißt also, du kannst gar nicht vermeiden, du kommst dadurch, dass du Schulden hattest, letztlich zu ordentlichem Wohlstand ja, oder gar Reichtum. So, aber jetzt bin ich immer noch einsam. Okay, also, warum und auch noch krank? Ja, warum denn? Ja, ich bin ja, mein So-Sein ist die Ursache. Also habe ich negative Gedanken, habe ich begrenzte Programme und Gewohnheiten, Verhaltensweisen. Also ich muss mein So-Sein optimieren, also erfülle ich mich erstmal, was wir gesagt haben, immer wieder das Gleiche. Ja, ja. Mit guter Laune, mit Wohlgefühl, mit Liebe, mit Wohlwollen, mit Sympathie. Dann strahle ich das aus, das ändert meine Zukunft und alles wird gut. So kann ich ein Gebiet nach dem anderen nehmen. Und wenn ich einen optimalen ersten Eindruck mache, kann ich gar nicht vermeiden, dass ein anderer sich für mich interessiert und meine Einsamkeit beendet, indem er mich einfach so toll findet, dass er gern mit mir zusammen ist. Aber ich muss den Anfang machen. Yeah, okay. Ich muss etwas ändern. Mhm. Und so kann ich eins nach dem anderen ändern und kann dann in ein paar Jahren sagen, dadurch, dass ich damals total verschuldet und krank und einsam war,
wurde ich auf wachgerüttelt, ja, dass mein So-Sein nicht stimmt, dass ich ein falsches Programm wähle, dauernd und mich dann beschwere, dass ich ein Horrorprogramm gucke. Dadurch bin ich wach geworden und habe gelernt, eine besondere Leistung zu bringen, meiner Berufung zu folgen, einen optimalen ersten Eindruck zu machen und habe mein ganzes Leben geändert. Okay, und Herr Tepperwein, was halten Sie eigentlich von Affirmationen? Es gibt ja spirituelle Lehrer, die eben diese Arbeit mit Affirmationen. Das sind Spielereien für den Verstand. Ich persönlich habe es auch nicht, aber das Spielereien für den Verstand. Wenn Sie im Verstand sind, ist das sehr hilfreich. Ja, im Verstand ist das sehr hilfreich. Alles, was Sie positiv ändern im Verstand, ist sehr hilfreich für den Verstand. Wenn Sie den aber nicht mehr brauchen, nützt das nichts, dass Sie da was verbessern. Da sollten Sie lieber Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr Bewusstsein richten. Denn wenn Ihr So-Sein mit Bewusstsein erfüllt ist, zieht es natürlich auch entsprechende Ereignisse an. Und das bewirkt dann wirklich was. Und wieso ist es eigentlich so, Herr Tepperwein, dass so viele Menschen doch unbewusst sind? Das ist ja eigentlich ein kleiner Teil der Menschheit, die sich jetzt mehr für dieses Thema interessieren. Es werden zwar immer mehr. Nein, es sind ja erst alle. Wenn wir auf die Welt kommen, vergessen wir unsere Vollkommenheit und fangen wieder bei Null an. Ja? Aber wenige erinnern sich. Wenige kommen dann wieder zurück. Alle erinnern sich. Irgendwann. Ja? Sie brauchen eine Weile. Meistens Inkarnationen. Ja? Ein Leben reicht nicht. In einem Leben versuchen sie erstmal zu Geld zu kommen. Und das klappt dann noch nicht immer. Dann verwenden sie 2, 3 Leben, darauf zu Geld zu kommen oder 5 oder 7, dann haben sie das geschafft und dann wenden sie sich der nächsten Aufgabe zu und irgendwann sind sie so weit, dass ihre Aufmerksamkeit bei sich ist und sie erwachen zu sich selbst und dann geht es auf einmal sehr schnell. Aber der Anlauf, der kann sehr lange sein. Aber, auch das ist das Schöne, Chance zum Besseren, jeder hat die Chance, sofort den letzten Schritt zu tun. Indem man sagt, Moment, ich kämpfe hier dauernd mit meinem Verstand, mit negativen Gedanken, mit alten Programmen von Verhaltensweisen meiner Mutter, Prägung, die ich da habe. Ja, ich bin das so leid. Ich erinnere mich, ich habe ja gar keine Prägung. Das sind ja alles Prägungen im Ich. Ja, hat mit mir gar nichts zu. Ach, ist das schön. Ich brauche das gar nicht bereinigen. Ich muss mich darum gar nicht kümmern. Ich lasse einfach meine Vergangenheit los, weil die ist ja sowieso vorbei. Die kommt nie mehr wieder. Und ich erinnere mich, wer ich bin. Und ich richte nur noch meine Aufmerksamkeit darauf, wer bin ich wirklich? Und ich fühle, wer ich wirklich bin. Also zum Beispiel, was weiß ich aus eigener Erfahrung über mich selbst? Ja, und da kann ich sagen, also nicht, was man mir gesagt hat, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, was ich gelesen habe. Nein, aus eigener Erfahrung. Aus eigener Erfahrung weiß ich zunächst einmal, mich gibt es. Ja, ja, also ich spüre, ja, ich weiß nicht, wer oder was ich bin, aber ich bin da. Ja? Da ist ein Körper, aber das bin ich nicht. Verstand bin ich auch nicht. Ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Was kann ich denn noch fühlen? Ah, wie alt bin ich denn? Okay, fühle ich mal meine Existenz? Also Existenz ist unbeschritten, mich gibt es so. Jetzt, wie lange gibt es mich schon? Da fällt mir sofort das Baujahr meines Körpers ein. Sag ich, Moment, das hat nur mit meinem Körper zu tun. Ich meine jetzt mich. Da merke ich, nee, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da ist kein Alter. Ich bin. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat oder wann das endet, aber erstmal kann ich keinen Anfang erkennen. Ich bin einfach. Okay, wow, dann bin ich also ewig oder zumindest ganz lange. Wäre länger als ein Leben. Ja, klar. Wow. So, dann weiß ich das schon mal von mir. Dann welche Eigenschaften habe ich denn? Nee, Eigenschaften hat meine Persönlichkeit. Ich bin. Da sind keine Eigenschaften. Ich bin eigenschaftslos. Und so kann ich mich erforschen und kann meine Aufmerksamkeit auf
mich selbst, auf den, der ich wirklich bin, richten. Und indem ich mir das alles bewusst mache, erkenne ich letztlich, ich bin Bewusstsein. Ich bin der, dem das alles bewusst ist, dass er alterlos ist und dass es ihn gibt. Und ich bin Bewusstsein. Und Bewusstsein ist weder geboren, kann nicht krank werden, wird nicht mit der Zeit älter, kann nicht sterben. Wow, ich bin ja unkaputtbar, mir kann hier gar nichts passieren. Dann auf einmal ist das so eine Erleichterung, mir kann hier nichts geschehen. Ich kann hier machen, was ich will. Ja? Moment, da ist ja kein Ich mehr, was will. Da ist noch ein Ich, aber das bin ich nicht. Aber ich will ja gar nichts. Doch, ich will ich selbst sein. Ich will echt, ehrlich, authentisch sein. Ja, ich will mit mir im Einklang sein. Das will ich wirklich. Ja? Okay, kann ich ja tun. Und dann bin ich bei mir selbst angekommen. Und dann geht es ganz schnell. Wissen Sie, was mir auffällt? Es ist halt auch so, je mehr ich einfach mein jetzt seit wir die Interviews machen, das ist ja jetzt ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr, ich werde mir halt immer, oder auch mein Bewusstsein wird immer größer und ich will halt immer weniger. Das ist interessant. Je mehr ich im Bewusstsein mich erinnere und mehr das halt spüre, dass ich das bin, desto weniger will ich. Das ist komisch. Kein Wunsch mehr. Eben. Bis Sie gar nichts mehr wollen. Und dann tun Sie das, was jetzt stimmt. Sie erfüllen nur noch das Jetzt. Und eine besondere Erfüllung des Jetzt ist es, ganz bewusst einzutreten, können Sie gleich tun, ganz bewusst einzutreten in die eigene natürliche Vollkommenheit. Wie macht man das? Ganz einfach. Sie tun das, was Sie gerade tun, so vollkommen wie möglich. Sie sitzen vollkommen, Sie schauen vollkommen, Sie sprechen vollkommen, Sie achten auf Ihre Stimme, dass Wohlwollen, Liebe rüberkommt, dass Sie langsam sprechen, dass der andere nicht überlegen muss, was haben Sie gerade gesagt, gemeint, sondern dass Sie jedes Wort, ob jedes Wort wirklich ein Geschenk ist, ob es dem anderen hilft, nicht Ihnen, ob es dem anderen hilft, ob es den weiterbringt, dann stimmt es auch für Sie. Das heißt also, Sie treten ein in die eigene natürliche Vollkommenheit, indem Sie das, was Sie gerade tun, vollkommen tun. So vollkommen, wie Sie können. Das reicht aus. Und damit erleben Sie sich selbst immer vollkommener. Und jetzt geschieht das Wunder wieder. Das verändert natürlich Ihr So-Sein. Und wenn Sie Ihr So-Sein mit Vollkommenheit erfüllen, was ziehen Sie da wohl an? Ja, vollkommene Umstände natürlich. Okay. Ja, und auf einmal wird alles so leicht und irgendwann merken Sie, ja, früher hatte ich doch mal Probleme. Das war ja schon jahrelang. Ich weiß gar nicht mehr, was könnte denn ein Problem sein? Ich habe gar kein Gefühl mehr für Probleme. Ich weiß nur aus der Erinnerung, ich hatte doch früher also immer wieder Probleme, manchmal mehrere gleichzeitig. Aber das stimmt. Schon ewig, keins mehr, da kommt keins mehr. Das stimmt total. Weil ich weiß, bei mir, ich hatte früher alle möglichen Sachen, sind passiert, immer große Probleme. Ich weiß auch nicht, und je bewusster ich werde, desto weniger Probleme habe ich. Kann das so sein? Die verschwinden. Das Tolle ist, Sie brauchen keine Lösung für die Probleme. Die Probleme verschwinden. Genau, obwohl ich das gar nicht jetzt mit Absicht mache. Es ist einfach so. Muss ja nicht sein. Hauptsache, Sie machen es. Ja. Und Sie machen es heißt, Sie haben Ihr So-Sein geändert. Ja. Und mit der Änderung Ihres So-Seins ändert sich Ihre Ausstrahlung, Ihr Dauerauftrag an das Leben. Und damit ändert sich Ihr Schicksal. Und damit wird es leichter und deswegen ist das so unverzichtbar, dass wir diesen Schritt tun. A, zu Bewusstsein kommen und B, eintreten in die eigene natürliche Vollkommenheit. C, das Tor des Himmels öffnen, so nennen das die Chinesen. Ja? Tor des Himmels öffnen heißt also aufmachen und das ganze Universum ist mein Wahrnehmungsraum. Und ich bin eins mit dem einen. Und lasse mir ganz gezielt etwas einfallen zu dem, was ich gerade tue. Zum Beispiel, wie kann ich meine natürliche Vollkommenheit
noch vollkommener zum Ausdruck bringen. Und so weiter. Ja? Was immer mich gerade interessiert, ich lasse mir gezielt etwas einfallen und dann überlege ich, ja, wenn das doch so wohltuend ist, in dieser universellen Wahrnehmung zu sein, warum bleibe ich nicht drin? Ich bleibe einfach ständig online. Ich muss nicht dauernd dran denken, aber ich gehe einfach nicht mehr raus. Und wann immer ich wieder dran denke, merke ich, ne, ist immer noch offen. Ich bin immer noch da. Und sobald ich gezielt wieder eine Frage habe, fällt es mir wieder ein. Dann treffe ich immer die richtigen Entscheidungen natürlich. Ich erkenne meine wahre Berufung. Ich erkenne den richtigen Partner. Ich erkenne durch die richtigen Entscheidungen, was zu tun ist in meinem Leben, auch in der Firma. Ich vermeide Enttäuschungen, Geld, Leid, Umwege, Zeit. Alles fließt und stimmt und Leben ist auf einmal so einfach. Ich sage, warum machen sich die anderen so schwer? Ja, ich habe etwas Grundsätzliches geändert und das Schöne ist, jeder kann das jederzeit tun. Jeder, der jetzt zugehört hat, kann sagen, das mache ich. Ja? Ich fange gleich jetzt an, verliere gar keine Zeit und tue sofort das, was ich gerade tue, so vollkommen wie möglich. Öffne das Tor des Himmels, gehe in die Wahrnehmung, lasse mir das einfallen und plötzlich merke ich, boah, ich verstehe ja auch die Sprache des Lebens und die Botschaft des Körpers. Ja? Und dann kann ich ja den königlichen Weg der Erkenntnis gehen, dann kriege ich auch gar keinen schmerzhaften Nachhilfeunterricht mehr vom Leben, ja, weil ich ja auf dem richtigen, stimmigen Weg bin. Ja, und plötzlich erkenne ich, alles, was geschieht, ist eine Chance zum Besseren. Herr Deberwein, wenn jemand aber eine sehr schwere Kindheit hatte oder eine sehr schwere Vergangenheit. Sie haben schon die perfekte Lösung gesagt, Sie brauchen nicht weitersprechen. Aha. Jetzt hören Sie sich zu, was Sie schon gesagt haben. Hatte. Genau, ja. Sagt danke. Danke, dass das vorbei ist. Ich habe mir dann diese schwere Kindheit, diese schwere Vergangenheit gewählt. Ich weiß jetzt nicht mehr, warum ich die gewählt habe, aber die hat mich hierher gebracht. Und die hatte ich, die ist ja vorbei. Die kommt ja nie mehr wieder. Die muss nicht therapiert werden, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Die ist ja sowieso vorbei. Vorbeier kann sie nicht sein, als sie ist, ja. Also lasse ich sie einfach los und sage, danke, schwere Kindheit. Du hast mich zu diesem reifen Menschen gemacht, der ich bin. Ich habe das gewählt, aber sie ist vorbei. Jetzt bin ich hier und kann das Stimmige tun und bin dankbar dafür, dass jetzt alles stimmt. Aber es gibt doch, also ich stelle mir das schwierig vor, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau viele Jahre missbraucht worden ist. Mit was? Wenn die missbraucht worden ist. Viele Jahre in ihrer Kindheit als Beispiel, von wem auch immer. Ist egal. Und jetzt wirkt sich das bestimmt auch auf ihr Verhalten mit dem neuen Partner, jetzt mit dem Partner Nein. aus. Nein, nur auf ihr Ich. Und sobald sie aus dem Ich rausgeht, merkt sie, ihr Bewusstsein ist nie missbraucht worden. Geht nicht. Ist überhaupt nicht erreicht worden. Das war ihr Körper. Ja, und es ist vorbei. Okay. Ja, und sie hat sich diese Erfahrung gewählt. Warum auch immer, könnte man durch eine Rückführung feststellen, warum sie das gemacht hat. Aber befriedigt nur die Neugier des Verstandes, bringt sie nicht wirklich weiter. Mhm. Sie ist missbraucht worden und sie kann von tiefer Dankbarkeit erfüllt sein, dass es vorbei ist. Mhm. Ja, dass ich diese schwere Erfahrung, die ich mir selber verursacht habe, dass ich die überstanden habe. Und ich bin vielleicht dadurch zu Bewusstsein gekommen und erkenne, mein Bewusstsein ist überhaupt nie missbraucht worden. Ich, mit mir hatte missbraucht werden gar nichts zu tun. Mhm. Ich bin davon überhaupt nicht berührt worden. Das war nur eine Erfahrung meines Körpers und mein Ich war sauer und mein Verstand hat gemeutert und alle möglichen. Aber das bin ich ja nicht. Das sind meine Erfahrungsinstrumente. Also ich bin davon unberührt. Und aber jetzt angenommen, man sucht sich, also oder man ist anders. Warum sucht man sich solche Situationen aus? Also solche Erfahrungen? Warum sucht man sich eine schwere Erfahrung aus? Weil die schwere Erfahrung die einzige ist, die mich weiterbringt.
Eine leichte Erfahrung bringt mich überhaupt nicht weiter. Eine leichte Erfahrung ist nur zur Erholung zwischendurch, dass ich wieder mal aufatmen kann, aber da lerne ich nichts draus. Ja? Ah, okay. Mein Selbst hat davon gar nichts. Das will nur schwere Erfahrungen. Aber Gott sei Dank, die Weisheit des Selbstes sorgt dafür, dass zwischendurch immer wieder mal Erfahrungen sind, wo ich aufatmen kann, die ich genießen kann, die leicht sind, die schön sind. Aber die bringen mich nicht weiter. Es sind die schweren zwischendurch, die mich weiterbringen. Okay, man lernt da einfach am meisten. Nicht am meisten, man lernt nur dadurch. Okay. Das andere ist nur zur Erholung. Lernt man auch nur durch Fehler? Weil man lernt doch nur durch Fehler, oder? Die meisten lernen nicht aus Fehlern. Das ist ein Kapital, was kaum jemand wirklich nutzt. In Wirklichkeit ist jeder Fehler ein Geschenk. Denn das Leben sagt mir, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, da fehlt etwas. Ja, also indem ich das Fehlende hinzufüge, verschwindet der Fehler und ich bin wieder einen Schritt weiter und sage ich, danke Fehler, dass du mich aufmerksam gemacht hast, da konnte ich das tun, den Schritt tun und jetzt kommt dieser Fehler nie mehr vor, ich bin wieder einen Schritt wacher geworden. Okay, aber was kann ich denn tun, wenn schon etwas ganz schlimm schiefgelaufen ist? Also wenn etwas ganz, ganz, ganz schlimm schiefgelaufen ist. Indem ich mir bewusst mache, etwas ist ganz, ganz schlimm, unverzeihlich schiefgelaufen. Mm. Ich habe die Macht, in jedem Augenblick eine neue Ursache zu setzen und sage, danke, du schiefgelaufenes Ereignis, was lerne ich daraus? So schon mal nicht. Das ist ja wirklich unerträglich. Also jetzt, ich lasse mich vom Ideal leiten. Ich kann sagen, Chance zum Besseren reicht mir nicht. Ich sage, wie wäre das denn ideal? Diese unerträgliche Situation, wie wäre die denn ideal? Also wenn ich zaubern könnte, in welches Ideal würde ich die verwandeln? Ja? Und welche Schritte sind da erforderlich? Und da bin ich schon wieder auf dem Weg durch dieses katastrophale Ereignis habe ich mich erst auf den Weg gemacht. Das hat mich erst aufmerksam gemacht und bringt mich dann zu einer optimalen Lösung, die ich nie erreicht hätte, wenn diese Katastrophe nicht passiert wäre. Deswegen habe ich die gewählt als Chance zum Besseren oder sogar zum Ideal. Und kann man jede Situation verwandeln? Also ich meine, jetzt angenommen, ich habe lebenslänglich und sitze im Gefängnis. Was kann ich da noch tun? Da kann man eigentlich nichts mehr tun im Gefängnis. Hören Sie mal, was Sie da sagen. Sie haben lebenslänglich Vollpension, Sie brauchen nichts tun und können den ganzen Tag zu Bewusstsein kommen. Ja, eine idealere Situation gibt es ja fast nicht. Sie werden nicht mehr abgelenkt vom Alltag, Sie müssen nicht für Ihr Essen sorgen. Ja, Sie haben kostenlose Unterkunft, Sie haben Vollpension beim Leben. Gut, auf Sparflamme, aber das reicht ja. Dem Bewusstsein reicht das allemal. Und Sie haben den ganzen Tag und die Nachtzeit, wenn Sie wollen, sich nur um Ihr Bewusstsein, um Ihr Erwachen zu kümmern. Okay. Herrlich, dann können Sie sagen, das Leben, wo ich da lebenslänglich bekommen habe, das hat mich wirklich weitergebracht. Da bin ich durchgestartet. Das stimmt, genau. Ja. Ja. Da hat man genügend Zeit. Ja. Sie müssen nicht auf die Realität gucken. Wir lassen uns oft von der Realität und den Umständen beeindrucken. Mich beeindrucken Umstände und Realität und Tatsachen überhaupt nicht, weil sie jederzeit ändern können. Sondern wann immer Ihnen das auffällt, machen Sie sich bewusst, wie sollte das denn sein? Wie wäre es denn ideal und was ist zu tun? Und schon sind Sie auf dem Weg. Herr Tepperwein, jetzt habe ich noch eine kurze, also private Frage. Wie war jetzt bei Ihnen persönlich, wie war denn Ihr Weg? Sie haben sich, das war ja auch nicht schlagartig, dass Sie das ganze Wissen hatten, sondern es hat sich doch, war es bei Ihnen so, dass Sie halt immer mehr im Selbst waren und irgendwann für immer dann, weil, oder war das bei Ihnen eher eine schlagartige Erfahrung? Nein. Es ist bei jedem wahrscheinlich so, dass er irgendwann in eine, meistens eine unerträgliche Situation kommt und dann überlegt natürlich, wie komme ich hier raus? Und aber ich kann gar nichts tun, um da rauszukommen. Und er sagt die ganze Zeit die Lösung. Er müsste nur sagen, dass ich kann nichts tun.
der Verstand weiß nicht weiter. Aha, und irgendwann bin ich wach geworden. Also ich weiß hier nicht, wie das weitergehen soll, wie man das lösen kann. Ich brauche jemanden, der das weiß. Einen Ratgeber, einen Helfer. Da war aber keiner im Außen. Da bin ich zu Bewusstsein gekommen, habe gesagt, ja, der Meister in mir weiß es, ja, und ja, aber der Meister in mir, das ist ja mein Selbst, also das bin ich ja. Also mein Verstand weiß es nicht, natürlich nicht, der kann es ja nicht wissen, der ist zum ersten Mal in der Situation, der hat keine Erfahrung damit, aber ich, Bewusstsein, weiß ja alles. Ich bin ja angeschlossen an das eine Sein, also lasse ich mir doch jetzt mal einfallen, Moment, hier ist jetzt wirklich eine katastrophale Situation, wo mein Verstand nicht mehr weiter weiß. Das ist unerträglich so. Also, was ist zu tun? Ja, dann kommt natürlich sofort, ja, diese katastrophale Situation ist durch ein katastrophales So-Sein verursacht worden. Sonst wäre sie ja nicht da. Die Realität ist ja ein Spiegelbild des So-Seins. Also, wenn du da was ändern willst, kümmere dich nicht um die Realität. Kümmere dich um das So-Sein. Und sieh zu, wie kannst du das verbessern? Ja, schwingungsmäßig haben wir ja schon gesagt. Mhm. Ich kann ja sofort die Schwingung verbessern durch gute Laune, Wohlgefühl, Sympathie, optimalen ersten Eindruck, durch Lernen, durch höhere Leistung. Ich kann ja sofort anfangen und im gleichen Augenblick bekomme ich auch die Ermutigung, dass also auch schon die Umstände etwas besser werden. Ja, in dem Maße, wie ich besser werde, werden die Umstände besser. Und im Spiegel der Lebensumstände kann ich sehen, wie gut bin ich denn inzwischen. Noch nicht gut genug, also muss ich hier noch mehr tun. Und dann tue ich noch mehr. Und irgendwann sehe ich im Spiegel der Lebensumstände, wow, das ist aber schon recht ordentlich. Das ist schon sehr, sehr schön alles. Und dann weiß ich, mein So-Sein stimmt. Und so kann ich zum Beispiel noch aus allem eine Chance machen, zu machen, aus jedem Vorhaben einen Erfolg machen. Wie geht das? Einfach, indem ich vorher nicht aufhöre. Eine Sache ist immer erst erledigt, wenn sie erfolgreich abgeschlossen ist. Man muss nicht aufgeben, nie? Niemals, niemand. Aufgeben geht nicht, ist keine Option. Misserfolg gibt es nicht. Noch, auch ganz wichtig, ja. Okay. Noch nie hat jemand einen Misserfolg gehabt. Er hat nur eine falsche Ursache gesetzt. Okay. Ja, ein Misserfolg sagt, da sagt das Leben, du, so geht das nicht. Wenn du das verursachst, passiert das. Und das willst du doch nicht. Also musst du da hinten eine andere Ursache setzen. Sag, danke, Leben. Ein Misserfolg ist wieder ein Sprungbrett auf dem Weg zum endgültigen Erfolg, indem ich sehe, ah, falsche Ursache, was wäre die richtige? Was würde das denn hervorrufen, was ich will? Da muss ich erst mal wissen, was will ich denn eigentlich? Will ich oder was wäre denn ideal, besser, okay, was muss ich dann verursachen? Aha, dann bin ich auf dem Weg und dann geschieht das. Und so erlebe ich... Aber darf ich kurz, das gilt zum Beispiel, nur jetzt im Beispiel, dass ein Mann möchte unbedingt diese Frau heiraten, aber die will er nicht und er möchte nur diese Frau. Und das kann er das auch erreichen? Weil geht nicht, gibt es ja nicht. Er könnte das erreichen, aber die Strafe wäre, dass er sie kriegt. Ja, weil es nicht stimmt. Wenn es stimmen würde, wären die ja längst zusammengekommen. Okay. Wenn die nicht zusammenkommen, zeigt, dass ich will die haben. Okay. Und warum will das ich die haben? Mhm. Ja, weil die mich in eine gute Schwingung bringt. Ah, okay. Mhm. Die eigentliche Aufgabe ist, ich sollte mich in eine gute Schwingung bringen. Okay. Nicht jemanden suchen, der das für mich tut. Okay. Der meine Hausaufgaben macht, das nützt mir nämlich nichts. Ja. Also, wenn ich sie wirklich kriegen würde, würde ich sagen, eine Katastrophe. Das war die Strafe, dass ich meinen Willen gekriegt habe. Okay. Jetzt will ich nicht mehr, was ich will, sondern was stimmt. Okay. Und jetzt kann ich sagen, okay, Leben, jetzt schick mir bitte die Richtige. Und ich sage, ah, das ist die Richtige. Oh, das ist aber, die ist aber schwieriger als die andere.
Ja, die bringt mich wirklich weiter. Die spiegelt mir meine Aufgaben, die ich noch habe. Und das ist ja die Aufgabe einer Partnerschaft, einer Beziehung, dass man sich gegenseitig spiegelt ist und zeigt, wo noch Schritte zu tun sind. Nicht das turtelnde Paar, das da liebevoll durchs Leben tänzelt, das ist nicht das Ziel. Das bringt keinen weiter. Sondern es müssen genügend Gemeinsamkeiten da sein, aber es müssen auch genügend Unterschiede da sein, die zu bereinigen sind, dass man was zu tun hat. Und noch einmal zurück zum Erfolg, das ist noch nicht erreicht. Ich fange nämlich jedes Vorhaben an mit dem letzten Schritt, ja, dem Schritt ins Ziel. So. Das heißt, bevor ich überhaupt etwas tue, setze ich mich hin, schaffe Zielklarheit. Also was will ich eigentlich? Was stimmt jetzt? Was ist das Ideal? Und jetzt versetze ich mich in die Erfüllung. Ich habe es erreicht. Ich bin am Ziel. Es ist geschehen. Ich erfülle mich mit Freude und Dankbarkeit, mit Erleichterung. Geschafft. So. Das ist der erste Schritt immer zum Erfolg. Also erst gewinnen, dann beginnen. Wenn ich nicht gewonnen habe, bevor ich den ersten Schritt tue, brauche ich mich gar nicht erst auf den Weg machen. So, so fängt es an. Und dann aber kann ich mein Ziel nicht mehr verfehlen. Ich habe es geistig ja schon in Besitz genommen. Ich bin es ja schon. Ja? Also geistig ist es bereits geschehen. Jetzt brauche ich es nur noch im Außen vollziehen. Und damit mache ich meinen Erfolg unvermeidbar. Immer wieder einmal sollte man sich bewusst machen, wenn mein So-Sein meine Zukunft, mein Schicksal verursacht und ich das ständig aussende, was sende ich denn gerade im Moment aus? Also ich gucke mal gerade, ist das positiv, mein Gefühl, meine Gedanken, wie fühlt sich das an? Was verursacht das? Etwas, was ich haben will oder etwas, was eher nicht stimmt. Okay, wenn es etwas ist, was eher nicht stimmt, wie kann ich das optimieren? Also jetzt erfülle ich mal mein So-Sein mit einer stimmigen Schwingung, mit einer guten Energie und sehe zu, dass ich das Richtige anziehe und sorge dafür, dass ich in jedem Augenblick, wann immer es mir bewusst wird, prüfe ich die Energiequalität, die ich aussende, und ob die das verursacht, was ich wirklich haben will. Ja? Und dann weiß ich, dass ich stimme. Und dann kann ich mich auch ruhig dran machen und kann mir meinen Wunschtraum erfüllen. Wie erfülle ich mir meinen Ja. Wunschtraum? Der erste Schritt ist immer, ich muss ihn erst mal träumen. Die meisten haben nämlich gar keinen. Die sagen, kriege ich eh nicht. Kommt im Leben nicht immer so, wie man das gerne hätte. Und die fangen gar nicht erst an zu träumen. Ja? Aber wie kann ich einen Traum erfüllen, wenn ich keinen habe? Gar nicht. Ja, und deswegen erleben sie es auch nicht. Also der erste Schritt ist, ich träume meinen Traum. Ich lebe mit meinem Traumpartner in meinem Traumhaus, fahre mit meinem Traumauto zu meiner Traumberufung. Ja, also ich in allen Bereichen traumhaft, gut, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich nehme den Erfolg in Besitz. Ja, also den letzten Schritt, der Traum ist erfüllt, ich bin am Ziel, ich habe es erreicht, ich lebe in meinem Traumhaus, mit meinem Traum im Traumauto zu meiner Traumberufung und bin unwahrscheinlich glücklich, andauernd spitze Schreie des Entzückens, weil einfach mein Leben so wunderschön ist. Ja, so. Das ist der erste Schritt. Und jetzt, nachdem ich den Traum geträumt habe, damit ich nicht selbst zum Hindernis werde, tue ich das Notwendige. Also, was ist jetzt zu tun von mir aus, um diesen Traum zu verwirklichen? Wenn ich es nicht weiß, gehe ich online, frage wieder, lass es mir einfallen. Ja, also zunächst müsstest du mal, okay, dann mache ich das und dann mache ich das und ich mache es so vollkommen wie möglich. Siehe da, eins nach dem anderen verwirklicht sich mein Wunschtraum. Toll. Ja, toll. es ist wirklich alles möglich. Und plötzlich, und das ist es, trete ich ein in das faszinierende Abenteuer meines wahren Lebens. So bin ich von der Schöpfung gemein,
Und dann sehe ich, das hätte ich gleich haben können. Genau. Und da gibt es ja die schöne Geschichte von dem Mann, der in den Himmel kam. Und der Petrus zeigte ihm dann eine wunderschöne Villa, sein Haus. Und da waren aber keine Möbel drin. Okay. Und dann sagte er, das ist ja ganz toll, tolle Lage, klasse Aussicht, aber da sind keine Möbel drin. Er sagte, komm mal mit. Und dann führt er ihn in die Scheune nebenan, Riesenscheune, Riesenlagerhaus. Mhm. Ja. Und da lagen traumhaft schöne Sachen. Alles, was er sich am schönsten vorstellen konnte, war da. Und auch Möbel natürlich. Und da sagt der Petrus, das sind alles Sachen, die in dein Leben gehört hätten, aber du hast sie nie abgerufen. Ja? Boah, das ist aber schade dann. Eben. Mm. Und dann sagt er, das hätte ich alles haben können. Er sagte, natürlich, das war für dich vorgesehen, aber du musst es verursachen. Erst kommt die Saat, dann kommt die Ernte. Du musst den ersten Schritt tun. Du kannst alles vom Leben haben. Super, vielen, vielen Dank. Oh, Herr Tepperwein, vielen, vielen Dank. Wunderbar. Danke. Gut. Ich hätte auch noch eine Frage, darf ich? Jetzt, ja, Frog. Abschluss ist noch nicht gesagt. Na, schon, aber er möchte jetzt in die Kamera. Okay, mhm. Der Kameramann hat jetzt auch noch eine Frage. Und zwar, Sie haben angesprochen, es gibt keine Probleme. Aber es gibt da Angst. Und wie kann ich jemanden, wenn ich in die Berge gehe und habe Begleiter dabei, auf einmal sind wir in der Wand und dann. Aber mir kriegt Angst. Wenn Sie schon mit ihm im Berg sind und Angst geht es nur runter, dann auf keinen Fall weitermachen. So. Und dann müssen Sie unten die Angst anschauen. Ja? Und dann erkennen, Angst kommt aus dem Lateinischen Angustus, eng. Ich bin in einem engen Bewusstsein. Ich bin in einem Ich-Bewusstsein. Nur ein Ich kann Angst haben. Bewusstsein kennt keine Angst. Also, als ich sollte ich nicht mehr in den Berg gehen, sondern ich sollte unten im Tal erst einmal dafür sorgen, mich zu erinnern, wer ich bin. Ich sollte zu Bewusstsein kommen und als Bewusstsein weiß ich, ob es stimmt für mich, auf den Berg zu gehen. Und wenn es stimmt, dann habe ich auch keine Angst. Und dann kann ich gehen. Und das ist gleichzeitig der Hinweis, ich muss immer die Ursache anschauen und beseitigen. Ich muss erkennen, weshalb ist das da, was nicht stimmt. Und was ist zu tun, damit es nicht stimmt. Und dann erst kann ich mich in die Situation begeben, wo ich das brauche. Diese Angst anschauen, das ist das Wichtige. Angst will nämlich angeschaut werden, will erlebt werden, will erkannt werden, woher kommt die, warum habe ich diese Angst. Vielleicht hat er mal eine Erfahrung gemacht in diesem Leben oder in einem früheren und das sitzt ihm immer noch in den Knochen. Also da kann ich dann diese Dinge energetisch bereinigen und kann ihm helfen, sich an sich selbst zu erinnern. Und wenn er bei sich selbst angekommen ist, dann kann er sich auch überall hintrauen, dann hat er keine Angst mehr. Und bei euch bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Wenn euch mein Interview gefallen hat, findet ihr jetzt Informationen zu mir und zu meinen Interviews im Abspann und unter dem Video in der Beschreibung auf YouTube. Und wenn ihr auch ein Interview machen möchtet von euch, eurer Arbeit oder einem Projekt, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Alle Informationen stehen auf YouTube unter dem Video. Dann bis zum nächsten Interview. Bis bald, eure Bettina.